Hallo, ich bin Frederik, ich bin Journalist bei Korrektiv und auf diesen Tag habe ich verdammt lange gewartet. Denn heute starten wir eine Reihe von Artikeln über die deutsche Schmierindustrie, also Konzerne, die bestechen. Fast 2 Jahre lang habe ich Unterlagen und Akten gesammelt und gelesen. Es gibt auch Mitschnitte von Sitzungen, die eigentlich jemand hätte löschen sollen, die dann aber doch niemand gelöscht hat. Die habe ich auch noch bekommen und auch noch gehört und das hat echt verdammt lang gedauert. Ich frage mich immer, wie hartnäckig ist eigentlich Korruption? Es gibt Konzerne, die werden erwischt, verurteilt, zahlen eine große Strafe, zum Beispiel bei Siemens damals, ich glaube fast 1 Milliarde Euro. Aber was passiert dann, wenn Korruption einmal in einem Konzern drin sitzt? Geht die da wieder raus oder machen die einfach weiter? Ich gehe gleich da vorne rein, da sitzen Leute, die wissen das, denn da sitzen die Eigentümer von Ferrostal, eine Industriefirma aus Essen, die hat auch geschmiert, flog auf, zahlte eine Strafe, 2011 war das. Als es der Firma auch finanziell wegen des Skandals richtig schlecht ging, haben sie einen sehr, sehr großen Auftrag aus Brasilien bekommen, von Petrobras, das ist ein Ölkonzern. Sie haben Schiffe geliefert, Spezialschiffe, die man braucht, um Öl aus dem Meer zu holen. Brasilien geht es echt nicht gut gerade. Das hat viel mit Petrobras zu tun. Petrobras hat einen großen Schmiergeldskandal hinter sich. Das ging auch bis in die höchsten Regierungsämter. Naja, und ich habe in Brasilien Dokumente gefunden, aus der Justiz, öffentlich zugängliche Dokumente. Und da stehen dubiose Zahlungen drin von Ferrostal im Zusammenhang mit diesen Aufträgen. Und darum wird es heute gehen in dem ersten Artikel. Und ich gehe jetzt mal da rein und rede mit denen. Also, Ferrostal hat mir gesagt, dass es bei den Zahlungen in Brasilien mit rechten Dingen zugegangen sei und vor allem, dass ich die Firma heute komplett gewandelt habe und sie sich an alle Regeln halten. Jetzt ist es Winter und kalt. Wenn wir die Geschichte über die Schmierindustrie erzählt haben, wird es Sommer sein. Es ist eine lange Geschichte, die an sehr vielen Orten in der ganzen Welt spielt. Es soll aber auch um Deutschland gehen, denn mich interessiert, warum deutsche Politiker diese Schmierindustrie auch am Leben erhalten. Unter korrektiv.org/korruption findet ihr den ersten Artikel. Da könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Bis dann!